Engelbrecht in der Mitte, heute nur auf der Bank. Dafür der Mann mit dem großen Stürmernamen Ibrahimovic. Nicht Zlatan, sondern Nermin. Der Serbe soll heute gegen die Kieler für Tore sorgen. Wie das geht, weiß der Aufsteiger schon ganz gut. Marcel Gebers, Abwehrspieler von Holstein Kiel, hat in 2 Spielen bereits 2-mal getroffen. Die Kickers in Weiß ohne Punkt und ohne Tor in die Saison gestartet, aber mit einem engagierten Beginn in die Partie. Das ist Marcos Alvarez, Dickelhuber, Kevin Dickelhuber. Und das ist gar nicht schlecht. Schon nach 2 Minuten die erste vielversprechende Möglichkeit für die Stuttgarter. Kevin Dickelhuber macht sich Platz. Zweikampfstark, viel fehlt nicht. Kevin Dickelhuber, erste gute Aktion. Die Gäste aus Kiel, der Aufsteiger, 4 Punkte aus den ersten beiden Spielen. Hochzufrieden, aber die Kickers machen zu Beginn mehr. Das ist Safraniolu, flott unterwegs auf der linken Seite. Safraniolu, gute Flanke. Aber Kevin Dickelhuber bekommt den Ball nicht unter Kontrolle. Dennoch Kickers-Trainer Massimo Morales mit der Anfangsphase seines Teams zufrieden. Die Gäste aus Kiel brauchen etwas, um in die Partie zu kommen. Freistoß. Und da steht Marcel Schied. Dicke Gelegenheit für die Kieler. Doch was ist mit der Kickers-Abwehr los? Meilenweit entfernt vom Gegenspieler Marcel Schied, völlig frei. Solch ein Abwehrverhalten ist schon fast fahrlässig. Kiel-Trainer Carsten Neitzel in Stuttgart, ein alter Bekannter. Von 92 bis 94 war er Spieler bei den Blauen. Dennoch die Kickers das bessere Team, der Wille ist erkennbar. Freistoß nach knapp einer halben Stunde, Safraniolu. Der verursacht Unruhe im Kieler Strafraum. Evers, Kai Bastian Evers mit der Möglichkeit. Die Kickers sind dran, haben ihre Möglichkeiten. Maximilian Riedmüller im Tor der Kieler noch dran am Ball. Deswegen Ecke für die Kickers. Wieder Safraniolu, eher zuständig für die Standards. Die Norddeutschen unter Druck, da kommt Sandrino Braun. Mutig, selbstbewusst, die Stuttgarter überlegen. Was fehlt, ist ein Tor. Die Gelegenheit gibt es, Sandrino Braun, aber mit seinem schwächeren linken Fuß. Zur Pause keine Tore in Degerloch, für die Kickers-Fans nichts Neues. Die zweite Halbzeit. Die 50 mitgereisten Kieler zuversichtlich, aber Freistoß Kickers. Na klar, Safraniolu. Kiel erstmal konsequent. Kevin Dickelhuber. Schwer zu erkennen, ob das Absicht sein soll. Große Gefahr entsteht nicht. Morales reagiert, braucht mehr Schwung in der Offensive. Es kommt Daniel Engelbrecht, der Rückkehrer aus Bochum. Für ihn verlässt Mahir Safraniolu den Platz. Daniel Engelbrecht, mal sehen, was geht. Zu Beginn der zweiten Hälfte die Partie zerfahren. Beide Teams mit schwachem Spielaufbau, viel passiert durch Zufall. Holstein Kiel mit einem Punkt sicher zufrieden. Jetzt geht's mal etwas schneller über die linke Seite. Fabian Wetter im Zusammenspiel mit Rafael Cassio. Sie können es doch. Kaspar Johansen. Nochmal der Däne. Wieder Cassio. Doch seine Flanke landet im Niemandsland. Eine mäßige Drittligapartie. Nach gut einer Stunde Wechsel auch beim Aufsteiger Marcel Schied geht. Neu dabei die Nummer 20, Marc Haider. Die Kickers. Es geht kaum noch Richtung Kieler Tor, vielleicht jetzt. Ibrahimovic, Nermin Ibrahimovic mit der Gelegenheit. Aber auch er ohne das nötige Erfolgserlebnis. Kleiner Trost, auch Namensvetter Zlatan hat gestern in der französischen Liga nicht getroffen. Die Kickers wechseln nochmals. Ibrahimovic verlässt den Platz. Eher unauffällige Vorstellung. Fabio Leutenecker will es besser machen. Auch die Kieler haben jetzt einige Gänge zurückgeschaltet. Sehr wenig geht nach vorne.
Die Kickers zumindest kämpferisch auf einem guten Niveau. Sandrino Braun holt sich den Ball. Rechts Daniel Engelbrecht. Und was macht er? Er hat so viel Zeit, so viel Platz und dann sowas. Morales zu Recht unzufrieden. Nochmal die Kickers. Sie versuchen es weiter. Fabio Leutenecker fleißig. Viel geht über rechts. Und wieder Daniel Engelbrecht. Und was macht er diesmal? Diesmal richtig gut, Daniel Engelbrecht. Gute Gelegenheit für die Kickers, aber es bleibt beim 0:0. Noch 10 Minuten. Und wieder steht Daniel Engelbrecht im Mittelpunkt. Achten Sie auf den Mann links. Der Stürmer hatte schon vor 2 Wochen einen Kreislaufzusammenbruch auf dem Platz. Und auch heute macht er keinen guten, stabilen Eindruck. Die Mitspieler kümmern sich um ihn. Der Schiedsrichter holt die Mannschaftsärzte. Daniel Engelbrecht, das sieht wieder nicht gut aus. Er wird behandelt und es wird festgestellt, es geht nicht weiter. Der Kreislauf ist unten. Weiterspielen macht keinen Sinn. Daniel Engelbrecht muss raus, wird ausgewechselt. Das sieht nicht gut aus. Für ihn kommt die Nummer 37, Akin. Die letzte Minute. Noch ist Zeit für Tore, die Kickers müssen allerdings was tun. Der eingewechselte Akin auf der rechten Seite. Kiel nur noch in der Verteidigung. Den Kickers merkt man an. Sie sind mit dem torlosen Remis nicht zufrieden. Marc Stein. Mit dem langen Ball auf Fabio Leutenecker. Er hat die Ruhe, die Flanke kommt auf Dickelhuber und da ist das Tor. Die Führung für die Kickers in der Nachspielzeit. Kevin Dickelhuber, viel hat er gemacht heute und er wird belohnt. Die Kickers tatsächlich mit dem 1:0. Damit hat niemand mehr gerechnet. Tolle Flanke und Dickelhuber einen Tick schneller als Riedmüller. Der mutige lange Ball von Marc Stein. Und dann passt einfach alles zusammen. Die Kickers in der Nachspielzeit mit dem 1:0. Jetzt sind sie ganz nah dran an den ersten 3 Punkten der dritten Liga. Nochmal Ecke Holstein-Kiel. Die letzten Sekunden laufen. Und das gibt es doch nicht. Tatsächlich der Ausgleich für Holstein-Kiel. Unglaublich aber war Torschütze Marcel Gebers, der Abwehrmann. Und dass er es kann, ist bekannt. Marcel Gebers, er hat bereits 2 Tore gemacht in den ersten beiden Spielen. Ganz bitter für die Kickers. So kurz vor dem Ziel noch eingefangen. Es ist immer noch nicht Schluss im Degerloch. Nochmal Holstein Kiel. Aber diesmal passiert nichts mehr. Die Partie ist beendet. 1:1 zu Hause gegen Kiel. Endlich mal ein Punkt für die Kickers.